auf Hauptstadtsport TV. Plitsch, Platsch, Wettkampfspaß. Endlich geht es los. Nach knapp 36 Monaten steigen die Jüngsten beim Schwimmwettkampf des Berliner Schwimmverbandes wieder auf die Startblöcke und bringen das Wasser in der Schwimm- und Sprunghalle am Europasportpark zum Brodeln. Auf jeden Fall ist es wieder toll, in den Schwimmer zu kommen und zu wissen, dass man starten kann. Es ist fast alles wie früher, aber eben auch nicht. Leere Zuschauerränge und Maskenpflicht bis zum Wettkampfstart. Erst wenn die Athleten vor dem Startblock stehen, dürfen die Masken abgenommen und auf eine transportable Maskenstange alias Kleiderstange angehangen werden. Während die Nachwuchssportler ihre Bahn schwimmen, werden die Utensilien auf die andere Beckenseite transportiert, damit die Kids diese beim Verlassen des Beckens sofort aufsetzen können. Trotz dieser Umstände meistern die Jüngsten die Situation ausgezeichnet. Aber dahinter steckt auch viel Arbeit. Und hatten eben tatsächlich auch fast 4 Monate Stillstand bei den Kleinen. Haben über Videokonferenzen und über einen Kontakt telefonisch versucht, da die 4 Monate irgendwie zu überbrücken. War natürlich nicht immer einfach. Doch am Ende haben sich die Videokonferenzen und Co. positiv ausgezahlt. Auch der Zusammenhalt an diesem Wettkampfwochenende stimmt. Immer wieder wird deutlich, wenn sich die Teammitglieder gegenseitig am Beckenrand anfeuern, können sich die jungen Athleten in der SSE zu höheren Leistungen pushen. Die 400 Meter Kraul, da habe ich mich um 20 Sekunden verbessert. Für die Jüngsten ist dieser Wettkampf außerdem eine Möglichkeit, sich für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, deutsche Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf und den 10-Länder-Vergleich der 10 Länderverbände zu qualifizieren. Es ist einfach schön, wieder richtig gute Wettkämpfe zu haben und seine Leistung abrufen zu können und sich zu beweisen. Die Vorfreude auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften steigt. Nur noch 16 Mal müssen die Nachwuchsschwimmer schlafen, bis es in der Schwimm- und Sprunghalle am Europasportpark wieder heißt: Plitsch, Platsch, Wettkampfspaß.